Ein freundlicher Gruß an alle Daheimgebliebenen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich hier vor dem Messegelände in Berlin, denn die IFA 2011 steht an. Die Tore sind geöffnet, noch nicht so richtig, das sieht man, da stehen die ganzen Menschen noch davor. Wir sind nämlich vor Messebeginn hier. Get in touch ist das Thema, das Motto der IFA 2011, und uns wird auch nicht viel anderes übrig bleiben, als in touch zu getten mit den ganzen anderen Leuten, die da rein wollen, und hoffentlich mit den ganzen Weltpremieren, die uns im Vorfeld versprochen wurden. Wir wollen mal sehen, was wir da so finden. Wir suchen die Weltpremieren auf der IFA 2011 und sind noch nicht mal zwei Hallen weit vorgedrungen und haben schon die erste gefunden. 3D ohne Brille, und zwar nicht mehr nur auf der kleinen Taschenspielkonsole, sondern auf dem ganz großen Fernseher. So sieht das Gerät aus, und wie das 3D aussieht, das gucken wir uns jetzt mal in einem kleinen Kinochen an. Ganz wichtig auf der IFA, egal in welchem Jahr, sitzen. Versucht euch Sitzplätze zu sichern, euch werden dermaßen die Füße wehtun. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr so bequeme wie diese hier, Kinosessel, denn hier wird 3D ohne Brille gezeigt. Ihr seht, keine Brille, aber da 3D. Und es sieht erstaunlich gut aus. Das liegt daran, dass sich der Fernseher bis zu 9 Sitzpositionen merken kann. Das heißt also, wenn ich das Ding irgendwann mal zu Hause habe, wenn ich die 8000 Euro investieren möchte, dann kann ich ihm sagen, dass da, da und da einer sitzt, also 2 Sessel, meine Couch, und dann zeigt der Fernseher genau diesen Sitzpositionen das perfekte 3D-Bild. Und was erstaunlich ist, wenn ich halbwegs ruhig sitze, ist es wirklich grandios dreidimensional, der Effekt. Ganz ohne Verschwimmen und ohne, dass mir schwindelig wird. Und das ist wirklich neu. Kennt man bisher ja nur vom 3DS von Nintendo. Wenn man den richtig gehalten hat, war es toll. Wenn man den ein bisschen falsch gehalten hat, wurde einem ganz schnell schwummerig vor den Augen. Wenn man hier gut sitzt, sieht es klasse aus. . 55 Zoll hat dieses Gerät und kostet im Dezember, wenn es dann auf den Markt kommt, die stolze Summe von 8000 Euro. Aber wir wissen ja, wie es mit IFA, Neuheiten und Weltpremieren ist. Warten wir mal 2-3 Jahre, dann kann das Ganze schon erschwinglich werden, und dann verbannen wir diese hässlichen Brillen, egal ob aktiv oder passiv, aus unserem Wohnzimmer. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin hier bei Philips gelandet, nur anderthalb Hallen weiter, und auch Philips verspricht eine echte Weltneuheit. Sie haben hier nicht nur die schönsten Frauen auf der Messe, sondern angeblich auch die Möglichkeit, an einem Fernseher zu zweit auf der Konsole zu spielen, ohne dass ich sehe, was mein Gegner so macht. Das gucke ich mir jetzt mal an. Ladies, vielen Dank. Das Ganze funktioniert mit einer Polarisationsbrille. Jeder Spieler hat seine eigene Brille, und jeder Spieler sieht nur das, was er wirklich sehen soll, nämlich sein Bild, und zwar Fullscreen. Die Brille ist komplett kabellos. Das ist hier nur so ein kleines Drahtseil als Schutz gegen Klausäue. Kennen wir ja alles hier auf den Messen. Da sind schnell Sachen auch mal weg, die eigentlich da sein sollten. Deswegen sind die hier angeleint. An sich ist das Ganze leicht und komplett kabellos und auch ohne Batterie, weil es ist halt eine Polarisationsbrille. Nur der Oswald ist zu blöd, sie sich aufzusetzen. Wenn ich jetzt diese Brille aufsetze, ich glaube, das ist hier Spieler 2, dann sehe ich nur ein Motorrad. Wenn ich jetzt die andere Brille nehme von Spieler 1, sehe ich das andere Motorrad. Im Moment stehen sie ja beide auf der Startposition übereinander. Das kann man ohne Brille ganz gut sehen, und ihr seht das wahrscheinlich auch. Das gibt hier so einen leichten Ghost, so einen leichten Schatten. Der ist weg, sobald man die Brillen auf hat, und schon ist auch das Problem weg. Das Ganze funktioniert mit der Xbox und es funktioniert mit der PlayStation 3, und da wird sich bestimmt in Zukunft auch noch einiges tun, dass die Grafik sich deutlich verbessert, weil was man jetzt sieht, ist schon noch ein bisschen pixelig, aber das sind halt erst die ersten Schritte in diese Richtung. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Smartphone, ich schmeiße es ständig runter. Ich habe zwar irgendwelche Cover und Hüllen drumherum, die gehen ständig kaputt. Das macht also ungefähr 20 Euro Zusatzkosten im Monat, damit mein komisches Telefon nicht kaputt geht, und ich will was, was robust ist. Und Samsung hat was, was robust ist. Hallo Annika. Hallo, guten Morgen. So, du hast hier ein Gerät, das sozusagen mir Grobmotoriker durch den Alltag helfen kann. Richtig, das ist Galaxy X-Cover, das ist absolut kratzfest, bruchsicher und sogar wasserdicht. Das kannst du mit in die Badewanne nehmen, versenken und trotzdem weiter telefonieren. Meinem Kollegen ist schon mal sein Handy ins Klo gefallen, das dürfte damit also auch funktionieren. Du kannst mir jetzt ja eine Menge erzählen, aber wir wollen schon Beweise sehen. Ja, okay, das geht klar. Ich würde mal sagen, runterschmeißen, drauftreten, wollen wir das mal machen? Ist ein guter Anfang. Okay. Aber mach du, ich trau mich nicht. Ja, das ist auch noch ein Marketing-Sample, aber auch, ich glaube mal dran. Ja. Also 1, 2, 3... Konfetti. Okay, okay, ja, ja. Und jetzt aber richtig, richtig drauf. Genau, aber richtig hip ihm. Oh, mit den Absätzen. Oh, oh, oh. Oh. Okay,
Wollen wir mal kurz gucken. Ich sehe Fußabdrücke, aber ich sehe... Fußabdrücke? Na, so ein bisschen, ne? Aber keinerlei Kratzer, Schäden, genau. Irgendwas. Kein Bruch im Display. Ich denke, fällt okay. Auch auf Holz. Jetzt traue ich mich auch mal. Gut. Wie hoch darf ich es denn werfen? Also ich denke, ein paar Meter hält es schon aus. Ja, das waren ein paar Meter. Ich bin gespannt, ob es noch heil ist. Nichts passiert. Willst du noch mal draufsteigen? Nochmal. Okay, ich glaube, ich bin überzeugt. Das würde mir zumindest eine ganze Menge Geld in Sachen Cover sparen und mir auch einige Sorgen nehmen, weil es rutscht ja doch mal schnell aus der Hand, so ein Smartphone. Vielen Dank, Annika. Danke auch. Hungrig wird man, wenn man den ganzen Tag über die IFA läuft. Da gehe ich doch einfach mal zum Koch. Bonjour, Chef. Was gibt's denn heute zum Mittag? Ich habe Hunger. Zum Mittag ist genau das richtige Wort. Und zwar machen wir gerade Personalessen hier für die ganze Standcrew. Da machen wir heute richtig schön, sind ja alles Chinesen, von daher machen wir richtig schön deutsches Essen. Da gibt's einen Schweinebraten. Ja. Ran hier. Oh ja. Oh, oh, oh. So, also so ein richtig schöner Schweinebraten, schön Krustenbraten. Das ist ja quasi das Nützliche mit dem Hobby verbinden, so ein bisschen. Also zumindest für die Standarbeiter. Wenn hier ein richtiger Koch richtig leckeres Essen kocht. Richtig. Wir wissen ja alle, wie Messeessen normalerweise aussieht. Und deswegen haben wir das hier einfach geändert. Ich meine, wir machen unsere 3 Kochshows am Tag. Dazwischen hat der Hendrik Zeit, Langeweile, dafür wird er nicht bezahlt. Von daher machen wir einfach hier lecker Personalessen noch für alle. So sind alle glücklich und haben wir alle mehr von. Wo muss ich mich jetzt anstellen? Ganz hinten an der Schlange. Ich denke mal, aber könnte fast in Halle 9 noch reingehen. Vielen Dank. Gerne. Mahlzeit. Tablets. Alle machen Tablets. Sogar Sony hat jetzt angefangen, Tablets zu machen. Die meisten laufen jetzt mit Android. Gute Sache das. Konkurrenzprodukt zum iPad, das ja im Moment immer noch Marktführer ist. Aber Android erobert den Markt so langsam. Die meisten Geräte sind groß, sind brillant, sehen aber irgendwie alle gleich aus. Die Firma Kobi geht einen anderen Weg. Das ist das erste pinkfarbene Tablet, das ich jemals in der Hand hatte. Und das Schöne ist, die Geräte von Kobi kommen dieses Jahr auf den Markt und sind verhältnismäßig günstig, also deutlich unter 200 Euro zu haben. Noch eine Weltpremiere auf der IFA 2011. Das flachste Notebook der Welt, 0,2 mm dünner als das MacBook Air, kommt von der Firma Acer. Heißt Hummingbird, also Kolibri, läuft mit Windows 7, aber das Besondere ist, wenn ich es zumache, geht es in Standby-Modus, das kennen wir ja von den Apple-Geräten. Und wenn ich es wieder aufmache, ist Windows 7 innerhalb von etwas über einer Sekunde voll da. Und das ist ja was, was uns Windows 7-Nutzer immer noch ordentlich nervt, dass dieses ständige Geboote so furchtbar ewig dauert. Das Gerätchen gibt es in verschiedenen Ausführungen, Preis liegt zwischen 800 und 1400 Euro. Gibt es mit SSD oder mit einer Kombination aus SSD und herkömmlicher Festplatte mit Core i3-Prozessoren oder Core i7. Für jeden was dabei. Eins gibt es auf jeder IFA, nämlich ordentlich Fußweh. Und da muss man halt auch manchmal was gegen machen, nämlich ausruhen.